meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich wollte mich mal kurz melden und euch mal zeigen, an was ich so dran bin. Ich bin hier dabei, Vorbereitungen zu machen für ein neues Mini-Album. Das soll so eine Art Rezeptebuch werden. Und jetzt bin ich dabei, mir mal so eine Prototyp-Seite zu gestalten und gucken, ob das was wird. Ich dachte einfach, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich habe mir schon verschiedene Sachen hier so vorbereitet. Einfach nur mal gucken, ob das funktioniert, meine Idee, ob das was ist. Und dann, wenn ich denke, dieser Prototyp ist gut, dann kommt dann auch ein Tutorial dazu. Wir werden mal sehen, ne? Ich werde euch einfach so, ich quatsche ein bisschen mit euch und versuche das hier irgendwie fertig zu bekommen und dann mal gucken, ob das irgendwie gut aussieht oder ob das nichts ist. Ne? Hier, wie ihr seht, hier wollte ich so eine Tasche anbringen und da möchte ich noch irgendwie so ein Plastikding reintun. Schon mal gucken. Hier habe ich so eine alte Plastikhülle. Ich probiere erstmal damit. Wie gesagt, es ist ja nur ein Prototyp. Und ich möchte einfach mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder ob das nichts wird. So, ich nehme mir mal irgendwo einen Stift. Irgendwas, was schreibt. So. Haha, wie schön. Habt ihr gesehen? Ich habe eine Leuchte da dran. Ach, wie toll. So, und dann würde ich sagen, hier. Ich denke, das genügt erstmal. Cooler Stift. Topmodel-Stift. Ah, ja, ich glaube, den habe ich schon mal von meiner Mama bekommen. Ach, cool. So, ich würde sagen, schneiden wir uns das mal. Ich mache mal meinen Kleber erstmal zu. Ja, wie ihr seht, ich bin überhaupt nicht orientiert. Also, es wird ein Chaos-Ding werden. Aber nun ja, das sind so, so sind meine Vorbereitungen. Ich bin da immer so. Und da meine Klinge hier nicht mehr allzu viel ist, denke ich mal, genügt noch, um hier Plastik zu schneiden. Weil ich jetzt keine Lust habe, das andere Schneidbrett zu nehmen. So. Lege ich mal beiseite. Kann man ja noch gebrauchen. Ne? So, und dann hier das Gleiche. Das schneidet ja noch gut durch und dann einmal hier in der Mitte. So, dann habe ich schon zwei Stück, ne, wenn ich dann noch irgendwo eins brauche. Dann habe ich noch ein Plastikding. Ne? Schlägt das mal alles beiseite. So. Komm, ich mache mir mal ein bisschen Platz. So. Und das klebe ich mir jetzt hier rein. Ja, so. Ich glaube, mit Flüssigkleber genügt das. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das so funktioniert. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ich doppelseitiges Klebeband nehmen muss. Ja. Wie gesagt, so seht ihr ein bisschen... die Vorbereitungen, die ich so mache, wenn ich für euch ein Tutorial habe. Sachen, die ausprobiert werden, bevor ich anfange zu filmen. Und ja, ich dachte mir einfach mal, ich könnte euch ja auch da mal einmal mitnehmen und einfach nur mal zeigen. Ne? Ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, ob zu sehen, wie mein Kopf funktioniert. So.
habe ich natürlich hier. Und den kriegen wir aber raus. So, schon haben wir es. Logisch. Ich nicht allzu viel rumfuchtle. Wie gesagt, es wird nur ein Prototyp werden, aber auch das Prototyp kann kleben, ne? Oder ich muss nur ein bisschen dazu machen. So. So, lassen wir das mal trocknen. Na, komm schon. Ja, ich denke mal, wenn ich etwas mehr dickeres Transparentpapier nehme, Acetat oder so, dann haben wir das natürlich nicht. Aber für ein Prototype versaue ich mir jetzt nicht ein Acetatstück. Ne? Ich glaube, das versteht auch jeder. So. So. Das sieht doch schon gut aus. Ja, warum klebe ich das nicht fest? Weil da muss ja noch eine Schließe dran. Und da habe ich mich noch nicht entschieden, was ich für eine Schließe machen möchte. Wahrscheinlich was mit Bretts. Wahrscheinlich. Sieht ja irgendwie cooler aber schon aus, ne? Schauen wir mal. Mal schauen. Ich nehme mal ein Stückchen Papier. Oh, Kranzstein. So. Der ist zu groß. Mhm. Nein, der ist okay. Eins, zwei. Ich möchte das etwas dicker haben, damit das stabiler wird. Ich glaube, ich mache drei aneinander. Das genügt. Eine auf die andere Seite. Und dann brauche ich noch mal drei. Eins, zwei, drei. So, schauen wir mal. So, die klebe ich mir aneinander. So wird das ganze Teil halt halt dicker, ne? Ah, jetzt regnet es wieder. Mann, haben wir ein Wetter.
Ja, irgendwie komisch, ne? 3 Tage gut, 3 Tage schlecht. 3 Tage wieder gut, 3 Tage wieder schlecht, ne? Wirklich sehr komisches Wetter, was wir haben. Dann an dem einen Tag vergeht man durch Hitze, da schmilzt man weg. Und dann am anderen Tag zieht man einen dicken Pulli an, weil dann ist es kalt wie Sau. Entschuldigung, aber keine Ahnung, wirklich sehr komisches Wetter haben wir. Und ich habe so eine App, so eine Radar-App. Da kann man gucken, wie das Wetter ist. Und es ist immer so eine, wie wenn es immer wieder das gleiche Ding ist, was da irgendwo hängt und sich dreht. Und dann haben wir 3 Tage gut und dann kommt wieder der Regen. Und ja, wenn das wieder vorbei ist, dann ist wieder gutes Wetter, bis wieder irgendwie komisch. Alles dreht sich. Ja, sieht sehr komisch aus auf dem Radar, wo ich mir manchmal denke, so, was ist denn nur los? Und darf ja nicht über alles reden, dummerweise, aber irgendwas stimmt da nicht, muss ich auch mal sagen. So, ich weiß nicht, wie ihr da das seht, aber irgendwas stimmt nicht mit unserem Wetter. So, irgendwie sowas. So, dann brauche ich aber auch noch irgendwie welche Bretts. Schauen wir mal, schauen wir mal, so, ich brauche da keine dicke. Die genügen. Zwei Stück. Damit eine drin. Ja, schauen wir mal, ne? Wo wir das platziert haben möchten. So, und dann brauche ich irgendwas zum, ich schreibe das mal hier drauf, irgendwas zum Pieksen. Dann versuchen wir es mal damit, ob das was bringt. So, also das mal so. Ja, so langsam spüre ich es. So langsam spüre ich es. Ne? Geht's nicht durch? Ach ja, es sind dreimal und nicht zu vergessen, es ist. Ich habe hier. Dreihunderter Grammatur. Also von daher, nee, keine 300er Grammatur, 210 Grammaturpapier. So, bist du durch? Natürlich überhaupt nicht die Mitte geraten. Ne? Ist aber durch. So. Wie gesagt, sie ist ein Prototyp und ich weiß auch nicht, ob ich mit dieser und wahrscheinlich wieder nicht in die Mitte, ne? Typisch. Und dann hier den einzelnen, den klebe ich da drauf. So, damit man da nichts am Brett hängen bleibt, ne? An der Klammer her. So. Drücken wir das mal ein bisschen. Ups, schon ist mein Plastik wieder los. Ja, was soll's, das geschieht. Wisst ihr was, ist ein Prototyp. Ich klebe das jetzt mit Klebeband fest. So. Wo ist noch offen da?
Ah, habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nun, ja, ist halt so. Ne? Da seht ihr auch, dass bei mir, wenn ich Sache vorbereite, das nicht immer so funktioniert, wie man das gerne hätte. Ne? Also von daher, alles gut. So. Puh. Alles gut. So, dann kleben wir das Ganze jetzt hier fest. Würde ich jetzt nicht machen, weil hier ja noch Papier müsste. Aber wie gesagt, es ist ja nur ein Prototyp. Und der Prototyp, der bleibt schwarz. Also da kommt kein Papier drauf. Ja, weil ich denke wohl, dass ich mich hier noch des Öfteren Fehler mache oder so. Und ja, es geht mir auch einfach darum, nachher zu gucken, ob das so mit den Maßen stimmt. Und bevor ich irgendwas sage, so. So. So, und ich warte auf den Postboten. Ich bekomme heute eine neue Kaffeemaschine geliefert. Ich habe mir einen Kaffeevollautomaten gegönnt. Und einen ordentlichen, muss ich auch mal ehrlich sagen. Ja, ich sagte meinem Mann so, ich hab uns eine neue Kaffeemaschine. Ich habe eine neue Kaffeemaschine gekauft. Ah, sagt er, ja, okay. Was denn für ein? Ich sag, ja, so ein Vollautomaten. Ich möchte gerne mehrere Sorten Kaffee machen und ja, so weiter und so fort. Ne? Und ja, sehr schön. Dann fragt ihn, was hat das Teil denn gekostet? Ich sag, das möchtest du gar nicht wissen. Und ich ihm den Preis gesagt habe, ich glaube, du hast Quatsch im Kabas. Ich sag, ja, das kann ganz gut sein. Also, es war schon ein teures Stück. Aber nun bin ich gespannt. Ich hoffe, damit bin ich etwas ruhiger als mit. Ach, wir hatten so eine. Nix gegen Senseo. Aber. Die ging mir auf die Nerven, diese Maschine. Ja, auf jeden Fall. Wenn man zu zweit ist, genügt ja so eine. Ne? Nee. Hat mich einfach irgendwie genervt. Und hier hat man eine Kaffeekanne mit bei. Das heißt, man kann das auch dann für mehrere Leute. Ah, ich bin gespannt. So, ich bin jetzt nicht gerade, ist aber wurscht jetzt. So, ich brauche irgendwie einen Faden. Ja, von daher, ich berichte. Ich zeige euch, ich mache. Wenn sie da ist, mache ich mal ein Foto und dann stelle ich sie mal ein. Dann könnt ihr sehen, wie sie aussieht. Ich nehme jetzt das. Ja, ich nehme das. Ja. Bin gespannt. So, eine Schere. Kleber wieder zu. So, und dann fangen wir mal an. Ach ja, das habe ich vergessen. Ich drücke mir das hier so alles ein bisschen. So ein bisschen in die Höhe, damit ich besser. Und hier mache ich einfach nur ein Stück Klebestreifen, denn das, da braucht man nichts drauf zu tun. Da würde ja Designerpapier drauf kommen. Von daher braucht man das nicht.
so kriegt man das schön rundherum. So. Ja, bleibt das schön zu. Hätte man vorne so eine Tasche, sieht doch toll aus, ne? Für ein Rezeptebuch. Keine Ahnung, vielleicht mal so ausgestanzt, geschnittene Artikel oder was weiß ich. Oder irgendwas, wo man sich mal kurz aufgeschrieben hat. Mal gucken. So. So, hier hinten drauf möchte ich einfach nur eine große Tasche haben. Da werde ich vielleicht, ich weiß noch nicht, ein acht kleines Büchlein machen, um da reinzuschauen, wenn man auch mal sich so schnell mal ein kleines Rezept aufschreiben möchte oder so, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, mal gucken. Ja, ich denke so, das ist okay so. So, das wird eine ganz einfache, normale Tasche werden. So, ich denke mal, da hätten wir mal eine Tasche. Und hier vorne sowas. Und dann im Innern möchte ich lauter kleine Taschen haben, denn ich habe mir... Wo habe ich das denn jetzt hingelegt? So kleine Kärtchen gemacht, die man dann da reinstecken kann, für das Rezept aufzuschreiben. Und wo habe ich die jetzt hingelegt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Oh, ist egal, kann man ja auch mit was anderes, kann ich euch das ja auch zeigen. Und da kommen hier so Taschen rein. So wie ein Art Wasserfall. Irgendwie so in dem Stil. Ja, irgend sowas in dem Stil. Habe ich vor. ja, das werden wir sehen. Ich muss mal gucken. Ich habe mir hier einige vorbereitet, weil ich nicht weiß, ob ich alle brauche, wie, wo, was ich richtig machen möchte. Schau mal, wenn ich hier so viel Platz lasse, wie viel bekomme ich dann rein? Das wären 1, 2, 3,
hier. Fünf. Sagen wir mal 6 Stück ungefähr, ne? Also 6 Stück, das wäre ja schon nicht so schlecht. Okay. Ja, da muss ich gucken, wie ich das noch, wie ich das hier anbringen möchte. Nun ja, mal gucken. Also zuerst so sieht es erstmal aus. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, wie es weitergeht. ja, wie steht es mit Tutorial für Rezeptebuch? Würde euch das überhaupt interessieren? Denn ich hatte euch ja mal schon gezeigt, dass ich diesen Action-Block da nutzen möchte. Den habe ich hier liegen, den kann ich euch zeigen. Diesen hier, ne? Den möchte ich dafür nutzen, mit diesen Zitronen. Ich denke, das wäre ein ja, irgendwie fröhliches Rezeptebuch. Ne? Vielleicht ein bisschen mediterran vielleicht angehaucht, ne? Wo man sich vielleicht mehr mediterrane Rezepte oder so reintut. Irgendwie so, oder sommerlich. Ich weiß nicht, der sieht so freundlich aus und ich denke, dass da verschiedene Sachen sehr toll dazu passen könnten. Dann habe ich noch so kleine, wie diesen hier, da sind ja auch Zitronen, dass ich vielleicht irgendwie ein, ja, stellt euch mal vor, hier so die Öffnung, das wären so Zitronen, das sieht doch bestimmt cool aus. Und dann hier sowas oder so, so was Grünes, das sieht doch toll aus. Mal gucken, irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann habe ich auch noch, ich habe hier auch noch einen von Prima Marketing, den habe ich mal von der lieben Elisabeth bekommen. Da sind vielleicht auch mal Sachen drin, wo man nutzen kann. Oder hier so kleine, die man so irgendwie, ja, keine Ahnung, das muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie ich da vorangehen möchte. Aber auf jeden Fall, ja, so ein bisschen in dem Dreh. Mal gucken. Und dann fürs Cover irgendwas Spezielles. Mal gucken, ob ich mir da vielleicht mein Cover mir selbst das Papier gestalte. Muss ich mal gucken, wie es gesundheitlich geht. Und ja, ob ich das schaffe bis dahin, wir werden sehen. So, auf jeden Fall, das ist so ungefähr ein bisschen wie, wo, was. Und ja, ich wollte mich auch noch bedanken für die lieben Kommentare im letzten Video. Und ja, gesundheitlich, ja, so langsam geht's, ne? Also es ist nicht doll, sagen wir mal so, aber auch jetzt nicht dass ich am Sterben bin, sagen wir mal so. Also dann ja, wisst ihr Bescheid, ne? Ich brauche halt nur sehr viel Zeit. Und ja, jetzt sind wir ungefähr eine halbe Stunde und schon, jetzt muss ich auch aufhören. Ich kann jetzt nicht mehr hier sitzen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Von daher, ich werde mal gucken. Vielleicht mache ich mal ein Live. Ach ja, das könnten wir mal gucken. Ein Live. Vielleicht nächste Woche. Schauen, wie ich mich fühle. Aber da könnt ihr euch dann ab jetzt... Ich hatte das jetzt letztes Mal gemacht, wenn ihr Fragen habt über gewisse Sachen, wie verschiedene Sachen funktionieren, wie man, ja, halt vielleicht Fragen, die ihr schon immer fragen wolltet und vielleicht nicht in die Kommentare schreiben wolltet oder so, ja, dann könnt ihr euch da
ja, ein bisschen Gedanken machen und dann im nächsten Live, ich werde das ankündigen, vielleicht nächste Woche, entweder in der Woche selbst, abends mal oder am Wochenende. Ich weiß das noch nicht, ich muss das gucken, welchen Tag ich mich halt am besten fühle. Deshalb sage ich jetzt noch nicht allzu viel. Und ja, so könnt ihr euch aber vorbereiten und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie euch auf und dann könnt ihr im Live danach fragen. Ich werde dann versuchen, so gut wie es geht, alles zu beantworten. Oder wenn es irgendwas gibt, was ihr gerne sehen möchtet, wo ich vielleicht mal gesagt habe und es vergessen habe und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja, ne? Man redet so viel und oft vergisst man dann, was man gesagt hat. Auf jeden Fall, so geht es mir. Und die letzte Zeit immer wieder und viel zu oft. Und von daher, und dann, ja, ich habe noch so paar Kleinigkeiten ergattert, wo ich euch dann auch zeigen werde, wo ich richtig glücklich bin darüber. Aber das ist für ein nächstes Video. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir ein bisschen zu werkeln. Ja, und ja, wenn ja, lasst mir ein Like da. Einen lieben Kommentar, freue ich mich immer, das wisst ihr. Und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst auch noch ein bisschen ein Abo da. Das würde mich auch noch mega freuen. Und ja, ich würde dann sagen, das war's. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.